Aloha, das ist Squad Rocks, das ist Magnum und das ist The Witcher 3 Blood and Wine. Ja Leute, ein herzliches Willkommen zurück an alle Zuschauer von The Witcher 3. The Witcher 3 haben wir ja bereits schon seit längerem beendet. Und jetzt folgt das Add-on The Witcher 3 Blood and Wine. Leute, ich bin heiß wie Frittenfett, ich bin heiß wie ein Induktionskochfeld. Ich bin heiß wie eisgekühlter Bombalunda. Nee, nicht wirklich, aber bin auf jeden Fall heiß auf dieses Game. Hab wieder richtig Laune, das zu spielen. Und ja, dieses Add-on soll es in sich haben. Und wir beginnen gleich mal mit der ersten Quest. Da müssten wir jetzt ein Anschlagsbrett in Velen finden und nach einem Auftrag suchen, der uns nach Toussaint führt. Wollen wir gleich mal reingucken? So. Velen. Okay, da müssen wir hin. Okay, dann gehen wir mal hier zum Hafen nach Ochsenfurt. Dürfte ja noch einigen Leuten vielleicht noch bekannt vorkommen. Ochsenfurt, die wunderschöne Stadt. Ich glaube, das ist Novigrad eigentlich. Ne? Novigrad. Ziemlich viel los, ziemlich viele Betrunkene unterwegs da, ziemlich viele Wachen und so weiter. Ja, ihr kennt's ja. Also ihr wisst es, wenn ihr The Witcher Wild Hunt gesehen habt oder vielleicht sogar selber gespielt habt. Bringt auf jeden Fall Laune, kann ich jedem empfehlen und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, The Witcher Blood and Wine auch zu Let's Playen. Schauen wir mal, was uns dort so in Toussaint erwartet. Eine komplett neue Spielwelt soll sich da auftun und das wollen wir mal natürlich rausfinden, was uns da alles so erwartet. Also ein bisschen was habe ich darüber schon gelesen, soll wohl richtig heftig abgehen da. Bin ich mal sehr gespannt drauf. So. Wo müssen wir hin? Mal aufs Kärtchen gucken. Wegpunkt platzieren. Okay, Wegpunkt ist platziert. Ne, gehen wir mal dahin lieber. Ne, Quatsch, ich muss ja da lang. Ja, es geht schon wieder gut los, ey. Magnum verläuft sich wieder in Ochsenfurt. Das kennt man doch irgendwoher. So. Anschlagsbrett ist dahinter. Ups, genau. Hab ich ja schon mir fast gedacht. So. Vorsicht, Hochstapel, nehmen wir alles mal mit. Okay, Aufruf an Ritter Gerald von Riva mit der Brücke im Wappen. Ist es das vielleicht? Ja, genau. Gerald von Riva, im Namen unseres gnädigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrietta, reisten wir in die nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Toussaint heim, eine Bestie, die sich abscheulichster Verbrechen an den Untertanen der Herren schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, dieser Bestie die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in dem Dörfchen Hohlweg einzufinden, wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus den Fängen der Furcht befreist. Deine bescheidenen Diener Palmerin de Launfall und Milton de Peyrac Perrin. Oui, dann wollen wir mal nach Toussaint. Ich hab's doch schon gelesen. Ah, Quest aktualisiert. Okay. Triff dich mit Hohlweg in Hohlweg mit den Rittern aus Toussaint. Hast du's eilig? Wir gehen auch gleich jetzt gleich Richtung Toussaint. Mal gucken, wie lang es dauert. Wo wir lang müssen, keine Peilung. 377 Schritte, was ist denn hier los? Müssen wir hier einmal quer nach Ochsenfurt oder wo müssen wir hier hin? Oh, hätte ich doch mal einfach vielleicht nochmal. Ja, reisen wir mal schnell nochmal, ne? Lalala. Geht ja ein bisschen schneller, als wenn wir den ganzen Weg marschieren. Kommen wir hier noch irgendwo durch? Nee. Hier. Ach, so ein beschissener Hexenjäger wieder hier. Sodele. Schnell reisen. So. Ah, ich bin echt mal gespannt auf Toussaint. Bin vor allen Dingen auf die Landschaft von Toussaint gespannt. Da, was uns da so erwartet, wie das alles so aussieht. Soll ja doch ein bisschen anders aussehen als Velen zum Beispiel. Mal gucken. Aha. Der Dialog beginnt.
Wir brauchen eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel. Milton, schau! Geralt. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Sehen sehr bunt aus. Anscheinend kennt man sich. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfol. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ach, da wollen wir gleich mal helfen, oder? Wir wollen also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob. Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich. Dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Dann sollen sie mal kommen. Sie kommen! Hört ihr? Okay. Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmerin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zorg. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt? Und der andere den Furz abfackelt. Der edle Palmerin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten noch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee.
Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Beim Haier, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Zieht, ihr Halunken! Ab geht's! Los, meine Lieben, an die Arbeit! Alle zusammen, Leute! Ah, endlich mal wieder eine gepflegte Prügelei hier. Das haben wir schon vermisst hier. Zack, da liegt er, der erste ist weg. Oh, wartet mal. Nicht drei auf einen, das ist ein bisschen unfair, ne? Ja, was mache ich denn sonst hier? Wenn sie ihre scheiß Schilder nicht mal weglegen könnten. Ich mach dich kalt, der trächtiger Mutant. So, zack. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Verdammt. Ups. Ist eine gepflegte Schlägerei hier. Ah, sollten wir uns mal kurz hier verpissen. So, jetzt gehen wir von hinten. Immer schön von hinten agieren. So, zweier Kombo. Alter. Gleich mal was süppeln. Alter, ich hab doch nie das Pferd platt gemacht. Guten Tag. Das war mies. So, dann gucken wir ihn doch hier am besten nochmal an. Kann ich da mitmachen noch? Ja, kann ich, danke. So, hier ist noch einer. Hallo Bandit. So. Weg. Da haben wir noch einen. Na, ich kann jetzt auch gerade nicht. Ah, ein Heavy mal mit. So, gut. Ich glaube, das waren sie, ne? War doch mal eine entspannte Aktion hier. Wir haben sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei.
Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Natürlich übernehmen wir den Auftrag. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Oui, oui! Très bien! Und da sind wir schon im guten Toussaint. Noch sieht's hier... Alter, Quatsch, wir sind noch in Velen. Ha! Da wollte ich schon gerade sagen, noch sieht's hier fast so aus wie in Velen. Aber jetzt werden wir gleich nach Toussaint einreisen. Ich bin mal gespannt, was das für ein Biest sein soll, das uns da irgendwie erwartet. Naja, so leicht wird es vermutlich nicht werden, aber wir gucken mal, ob es passt. Aber es hätte schon immer gut gegangen, wie die Kölner zu sagen pflegen. Oder die Rheinländer. Ich komme nicht aus dem Rheinland, also deswegen, ne? Also, bei uns sagt man einfach so, es hat schon immer gut gegangen. Es ist schon immer gut gegangen. Und wir werden das auch wieder packen. Aber wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen in die Steuerung, würde ich sagen. Da hat man ja immer anfangs, wenn man längere Zeit so ein Spiel nicht gespielt hat, muss man erstmal wieder so reinkommen, ne? Wisst ihr ja selber. Das dauert erstmal so 1-2 Stunden, dass man mal wieder wirklich voll drin ist. Aber naja. Jetzt erstmal in Toussaint. Boah, sieht das aus. Hammer. Viel farbenfroher als Velen, ne? Irre. Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. The Witcher, Wild Hunt. Mir ist es Expansion immer wie ein Märchenland. Blood and Wine. Fahrende Ritter. Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Was ist das denn? Der ist ein bisschen klein geraten. Oh. Aua. War's das schon? Das ist ein Zyklop oder sowas? Oh, shit. Ja, richtiger Dampfhammer hier. Alter Falter. Hat der Kopfschmerzen oder was? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt helfen dürfen. Oh yeah. Geralt, chill doch mal. Lass die doch mal spielen. Goliath, Alter. Nein, warte doch hier erstmal. Du bist ja verrückt. Ja, ist ja gut. Ich glaube, der hat ganz schön üblen Mundgeruch, der Junge. Ja. Uiuiui. Ich hätte mal angenommen. Ist ja gut. Nee. Ei. Na, nicht so grob hier. Alter, Leute.
Jetzt weg hier. Von hinten los. Und da haben wir ihn. Vorsicht. Sanfte Fallen. Boing. Eine große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr. Und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralts Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Alles klar. Okay, das übliche Prozedere. Neuer Bestiariumseintrag und unser Schwert ist schon im Arsch. Ah ja, und wir sind überlastet. Ach, ich irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor, Leute. Ah, ja, okay. Kurzzeitig konnte er schneller gehen, Leute. Wenn wir jetzt hier auf die Karte und. Ah ne, jetzt nicht. Gucken wir uns mal kurz an, was hat er denn? Was haben wir denn hier alles Schönes, was wir mal wegschmeißen können? Wir haben da bestimmt noch irgendwelche Scheiß... Oh, 131 Kilo, okay. Also wird schon wieder eng, aber wir müssen mal wieder ein bisschen was in die Truhen legen. Ich hoffe, es gibt in Toussaint Truhen. Wäre auf jeden Fall ziemlich komisch, wenn es nicht so wäre. Aber damit wir hier jetzt erstmal schnell weiterkommen, müssen wir hier irgendeinen Schrott ablegen, was wir irgendwie nicht brauchen. So, was kostet hier relativ wenig und können wir wegschmeißen, ja. Ja, ich will den einfach mal wegschmeißen. So, ach, Devener Runstein. Da haben wir noch viele von. Kleiner Triglaf Runstein. Okay, die können wir natürlich echt schön teuer verkaufen, weil ich mache mit denen eigentlich echt wenig, muss ich sagen. Ja, den können wir auch verkaufen. Ah, 0,03 Kilo, das macht ja gar keinen Sinn. Da müssen wir schon ein bisschen was Größeres weghauen. Hosen, ja, also Schuhe können wir, genau, Stiefel können wir ein bisschen was weghauen. Die werden vielleicht auch nicht so viel wiegen, aber wir gucken mal kurz rein. Na, geht noch. 71 Rüstung, 39 Rüstung, 49, alles klar. Die wandern in die Tonne und wir haben wieder ein bisschen Kilos frei. Und haben die Trophäe, haben wir auch bekommen und ja, ich denke mal, wir werden jetzt ein bisschen weiter reiten, ne? Boah, was ist denn das für eine Butze hier? Abgeschlossen, ha. Wenn die Häuser alle so lustig aussehen, also die sehen ja echt so schön krass bemalt aus, ne? Echt interessant, also hat schon richtig was. Oder vor allen Dingen, wie grün das hier alles aussieht, ne? Das muss man erstmal so alles so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ist ja eine komplett andere Stadt, würde ich mal so sagen, ne? Wartet mal kurz, Leute. Wir gucken nochmal schnell ins Inventar und werden nochmal die Waffe wieder pimpen. So. Handwerk. Hier muss doch ein Rüstungs... Ne, Quatsch, da ist das Rüstungsreparaturset. Haben wir denn ein Waffenrüstungsreparaturset? Wäre nice.
Rüstungsreparaturset, das ist nicht so gut. Oh nee, wir haben kein Waffenreparaturset, warum nicht? Kann man das trotzdem nutzen? Nein, kann man nicht nutzen. Ja, das ist natürlich dann nicht so toll. Dann, ah nee, da ist es, okay. Meister, Gesellen, wir packen mal einen Gesellen da drauf. Zack, ist wieder in Ordnung. Müssen wir jetzt nicht zum Schmied gehen, aber wir werden hier mit Sicherheit auch neue Sachen schmieden, das ist ganz klar. Ja, Leute, das erwartet euch alles in Toussaint bei The Witcher 3 Blood and Wine. Eine neue Welt mit alten Gesichtern, die es zu erkunden gilt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen von The Witcher Blood and Wine. Und ich hoffe, ihr seht weiterhin zu und verabschiede mich jetzt hiermit in der ersten Folge von The Witcher 3 Blood and Wine. Schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie die Welt hier auf euch wirkt von Toussaint. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Euer Magnum.